Moin Mitternallon, heute fahren Sie mit einem Nahverkehrszug von Holzkirchen bis nach Rosenheim. Fahren Sie bitte vorsichtig, aber dennoch Spaß. Gute Reise damit. Moin Mitternallon und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von mir, den Jenko. Mit meiner Wenigkeit, ich bin der Schulz, heute zurück im Transimator Classic. Ja, auf der Strecke Holzkirchen. Wörgl, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, wir sind heute unterwegs mit der Baureihe 182 und fahren eine Regionalbahn von Holzkirchen hier bis nach Rosenheim Hauptbahnhof. Haben ja auch circa, sehe ich gerade nicht, wie viele Kilometer auf der Uhr. Gut, ich würde sagen, wir steigen mal hier ein bei uns in der 182 und rüsten die Karre mal weiter auf. Und zwar BTP und die SIFA an. AFB lasse ich aus, funktioniert eh nicht. Ich ziehe noch mal ein bisschen die Bremse an. Richtungswender nach vorne. Machen uns ein bisschen Licht an. Ausfahrtsignal steht auch schon. Ausfahrt ist mit 90, aber 1,8 Kilometern ist schon die 50 voraus gesehen. Genau. Ja, genau. Wie gesagt, wir fahren jetzt von hier, von Holzkirchen bis nach Rosenheim. Was hier liegt, genau, und die Strecke würde auch noch weitergehen bis nach Wörgl, aber so weit fahren wir heute erst einmal nicht. So, genau, Zug ist soweit aufgerüstet, wir können noch die Instrumentbeleuchtung anschalten, Kettlicht brauche ich nicht. So, sind unterwegs hier mit den N-Wagen, X-Wagen, hinten selbst noch ein Steuerwagen mit dran, ich bin erstaunt. Und ja, so. Und die Türen gehen hinten zu. So. Und damit können wir abfahren. Ich liebe den Lampenzaun von der Taurus. Ist wirklich sehr schön. So, den Kontrollbogen haben wir befallen. Ich glaube, das Signal muss ich auch noch beschreiben. Zug B1. Und ich ausfahre 40. Gut, kann man aber erstmal durchschneiden. Super meldet sich, ja, drei Szenario. Genau, so. Jetzt wird es auch erstmal eingleisig für uns. Habe jetzt an der Strecke schon mal ein Video gemacht. Ich kam letzte Woche Sonntag. Genau. So, nächste Station ist dann Kreuzstraße. Schwierig, wir müssen die Geschwindigkeit zu halten hier mit der guten Baureihe. So. Aber sehr schön. Genau, die Strecke ist von RSSLU gebaut und hat eine Streckenkilometeranzahl von insgesamt 80 Kilometern. Fahrbare Strecke jedenfalls. Mitgeliefert wird die Baureihe 152, 182 in der DB-Lackierung, wie wir hier gerade fahren. Und noch einmal die 100, Baureihe 151. So. Okay. So, dann schön, ne? Da haben wir einen Zeitplan, den wir auch versuchen müssen einzuhalten. Genau, so. Mobilsignale sind auch mit dabei. Wenn das verlinkt, dann ist alles in Ordnung. Schön, dass BÜ-Signale mit dabei sind. Habe ich in der letzten Fahrt gar nicht mitbekommen. So. Genau. Wir befinden uns gerade in Deutschland. Ich meine zumindest. Genau, das ist eine deutsch-österreichische Strecke mit Grenzübergang, also mit Grenzübergang, ne, auf der Strecke. Weil Wörgl, wie wird ausgesprochen wird, liegt in Österreich. Ja, und Rosenheim, Holzkirchen und so, ist ja alles in Deutschland. So, genau, die Regionalbahn, wie gesagt, wir müssen nach Rosenheim fahren. Die meisten Fahrgäste werden bestimmt umsteigen dann in die andere Regionalbahn und der ZG in Richtung München. Genau. SIFA. SIFA meldet sich. Hier ist auch gesichert der nächste. Sehr gut. Sehr schön. Und denke ich, solche Familie hier mit den
Geschwindigkeit halten können. Geht weg runter und da bin ich Geschwindigkeit wie sonst was. Aber ich bin dann gar nicht so. FIFA. Aha, die Lokbremse war noch ein bisschen angezogen, anscheinend. Ich glaube, wir weniger Geschwindigkeit. Also Geschwindigkeit ist es dann normal, aber die Lokbremse war noch angezogen. Aha. 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 So. Okay. So. Nächste Station ist dann Kreuzstraße. Ich kenne die Streckenabschnitt jetzt hier nicht. Bin ich vorher noch nicht gefahren. Und den 90 brauchen wir nicht bestätigen. Genau. Mal gucken. Wir haben jetzt auch wie gesagt nur drei X-Wagen. Was ist das N-Wagen? Keine Ahnung. Hinten dran. FIFA. So, jetzt, ja. Bis nach Rosenheim sind es, naja, 30 Kilometer. Also die Fahrt soll auch ungefähr 50 Minuten gehen, laut Beschreibung zumindest. Genau. So, gut, dann sind wir auf 90 runter. Unsere Nebenbahn für hinten dann. FIFA. So, FIFA meldet sich. So. Okay, gut. So. Und Ausstieg in Kreuzstraße ist in Fahrtrichtung links. Stelle ich mich gerade mit der Sperre an den Bremsen. So, okay. FIFA, gut. Das war eine sehr herausragende Bremsung von mir. Ach Mensch, ey. Na, so ist es. So, kann ich ja mal ein bisschen gucken hier. Sind wir selber verstehen. Kreuzstraße. Sind hier so ein Scheinchen für den Dorf? Ah, hier geht es nochmal einen Streckenabschnitt ab. Mal gucken hier auf der Karte hier. Sind wir jetzt hier? Aha, Kreuzstraße. Fahren wir weiter hier lang. Also sieht interessant aus. Alles eingleisig. Ah, okay. Na, nicht schlecht, nicht schlecht. Na, schlecht. Nicht schlecht. Sieht echt schick aus. Ja. So, okay. So. Türen schließen hinten. So, Tür sind zu. Das überhört man ja nicht. So, und so schön. Und dann geht's weiter nach Westerham. Zumindest ist das unsere nächste Station. So, Auswahl ist auch drin. So. Und 80 ist ab da vorne. Aber fährt das schon mal sehr gut, der Streckenabschnitt hier, muss ich ja mal sagen. Ne? Also sieht echt nicht schlecht aus. Aber wir lassen uns mal überraschen, was sonst noch so kommt. Genau, für die Leute, die das erste Video dazu auf der Strecke verpasst haben, kann ich ja ein paar Informationen geben. Das ist eine deutsch-österreichische Strecke, auch einer mit der wichtigsten deutsch-österreichischen Strecken, die große Metropolen anbieten tut, unter anderem wie München zum Beispiel. Und zwischen Holzkirchen und Würk liegt direkt der Bahnhof Rosenheim, wo es dann eben halt auch eine Anbindung gibt an München. Und ja, ansonsten ist eben halt auf der Strecke relativ viel Personenaufkommen und durch die deutsch-österreichische Grenze. Sind dazu eben halt im Pendler eben halt, Arbeit in Österreich zu ermöglichen und in Deutschland zu ermöglichen. Ganz sehr viele Österreicher kommen dann nach Deutschland arbeiten und viele Deutsche gehen auch nach Österreich arbeiten. Ne? Zwecks dem Geld. Das ist immer so eine Sache. Und ja, genau. Es sind halt auch natürlich viel Güterverkehr hier unterwegs. Ah, 70. Genau, also es sind halt auch ein sehr hohes Güteraufkommen. Hat man jetzt bis jetzt noch nicht gesehen.
weil wir eben tatsächlich also auf der Nebenbahnstrecke sind. Die Sila geht mir echt ein bisschen auf den Senkel. Ja. Auf der Strecke wird mitgeliefert in die Baureihe 182, habe ich ja schon gesagt, in DB-Rot, der Lackierung, und die Baureihe 151 als Güterzug-Lok. Ja, die Strecke ist von RASSNO entwickelt worden. Die 182, die wir hier gerade fahren, auch. Ich weiß immer noch nicht, die 151, ob die von DDG ist oder auch von RASSNO. Da bin ich jetzt hier auf der Strecke noch nicht gefahren. Ja, die Strecke kam am 2.9.2022 raus. Ist ja wirklich im Steam Workshop und auch ja, SSLO Shop. Und ihr findet da natürlich unten auch einen Link dazu. Genau. Ja, die Strecke hat eine Spannweite von 80 km, fahrbarer Strecke. Ja, ist alles dabei unter langsam Fahrstellen, Vorbeifahrt und ja, unter schneller fahren. Also muss Dato, das höchste auf der Strecke 140, was ich bis jetzt erlebt habe. Bis jetzt. Und es werden vier Aufgaben für Personal und Fernverkehr mitgeliefert und eine Güterzugaufgabe. Genau. Also das ist erstmal so ein paar Info zur Strecke. Kenne ich in Realität nicht, war ich noch nicht unterwegs. Warum man hier in Bayern. In Bayern, weil ich war noch nie in Österreich, ist aber auch, oder sind aber auch Punkte, die ich gerne in Zukunft ja, nutzen wollen würde. Genau. Also das auf alle Fälle. Aber es gibt da viele Punkte, wo ich noch gerne hin möchte im Leben. Aber sagen wir mal ehrlich, wer hat sie denn nicht? Wünsche, Vorstellung, wo man gerne mal hin möchte. Genau. So. Also ist schon eine Herausforderung, natürlich die Geschwindigkeit und die Zeiten. Ja. Entweder wir müssen weniger Gas geben oder wir müssen eher bremsen. Ja, eine Herausforderung. Aufenthalt im Westen am 16. ist ja erst Abfahrt. Ja, ich habe nur 16 ist Abfahrt. Naja, gut. Das haben wir halt ein bisschen zu früh. Das ist ja auch nicht so schlimm. So, Ziefer meldet sich. Sehr schön. So, rot halten das Signal erwarten. Mal bestätigen. Schon mal so langsam runter. Wenn wir sowieso ein rot haltendes Signal zu erwarten haben, ist das ja nicht so schlimm. Sehr geehrte Fahrgäste, gut zu erreichen in Bahnhof Westerham nach einem kurzen Aufenthalt um 16 Uhr, um 12.16 Uhr wird die Fahrt fortgesetzt in Richtung, nicht vergessen, Rosenheim Hauptbahnhof. Der Aufstieg befindet sich hier in Fahrtrichtung links. Okay. So. Ja, zumindest ein interessanter Bahnhof, den ich mir natürlich auch mal ein bisschen genau angucken möchte. Stehen auch ganz gut. Sehr gut. Ja, jetzt sind wir hier in Westerham. Gibt es da eine Innenansicht? Ja, gibt es auch eine Innenansicht von den Passagieren an Sicht. Also von den Wagen. Genau, wieder drei Wagen. Ja. Jetzt Steuerwagen hinten dran. Da die allerdings die von DTG. Genau, Westerham. Auch eine schöne Kleinstadt. Ja, das ist eine Kleinstadt. Sieht zumindest aus, nach einer kleinen Stadt. Am Rande. Das Fußballstadion hier. Fußballplatz, Sportplatz. Whatever. So, ne, sieht doch nicht schlecht aus. Okay.
schönes Bahnhofsgebäude. Hier vorne geht es weiter. Ah, hier ist auch noch so ein Abzweig. Aha. Witziger anscheinend. Naja, ist ja auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht. Wir müssen natürlich mal die Strecke mal so ein bisschen erkundschaften, ne? Genau. Aha, was steht denn hier? Oh, was steht das? 143. Ja, machen wir dann weiter hier. An einer Bahnstation Fellolink. Okay. Ja, hier werden wir dann auch noch halten. So. Naja. Gut, okay. Gut, Freunde. Ja, jetzt auch echt lange Aufenthalt. Ich würde sagen, ich setze hier meinen Cut und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn es weitergeht. Bis gleich. So, Freunde. Hier sind wir wieder. Ja, haben jetzt ein grünes Licht. Der RE ist hier an uns vorbeigefahren. Die Baureihe 43. Und ja, für uns wird es dann sicherlich auch gleich weitergehen. 17 ist ja Abfahrt. Und ja, dann warten wir jetzt auf die letzten Sekündchen ab und dann geht es dann natürlich für uns auch schnell einen Schluck trinken. Ja. Genau. So, okay, da gehen die Türen zu. So, und für uns geht es weiter. Nächste Station auf unserem Tacho ist Feldolink. Okay, so, dann doch rein. So, war jetzt auch eine etwas rasantere Anfahrt. Das habe ich sofort gemerkt. Nicht böse nehmen. Kann nicht böse sein. Hoffentlich bin ich noch in Übung mit der Baureihe 182, mit der bin ich noch nicht so oft gefahren. So. 120. So. Und da vorne in der Kurve haben wir ja schon geguckt, kommt ja dann die Bahnstation Feldolink. So, jetzt ist unser Abzweck hier. Wahrscheinlich für Güterzüge. So. Dann landen wir mal. Jetzt wollen wir entspannt reinrauschen in den Bahnhof. Klappt das nicht so gut. Aber gut, die Türen gehen noch überall auf. Die Passagiere können hier ganz in Ordnung noch ein- und aussteigen. Ist auch schön, so eine schöne Brücke. Naja, gut. Dann ein bisschen üben hier. Ein bisschen üben. Gar nicht so einfach. Aber machbar. Dann haben wir sie zeitiger bremsen. Alle Bremsen so sind ja ganz gut. Von der 182, aber wenn wir drei Wagen hinten dran haben und kaum Gewicht haben, raten wir auch eben ziemlich schnell den Radschlupf. Und das ist natürlich, ja, irgendwie ist halt so prickelnd, muss man dazu sagen. Ne? Aber naja. Wir beobachten erstmal. So, genau 13 Stationen auf der Uhr haben wir. Oh, so ein paar. Und nur 20 Kilometer. Genau. So. Okay. Interessante Stationsnamen sind hier. Ja, schon interessant. So. Das ist bestimmt nur eine Karte, wo man auch gut selber Szenario bauen kann. Also da habe ich mir schon mal so nebenbei so ein bisschen Gedanken gemacht. Also stelle ich mir schon ziemlich gut vor. Muss ich dazu sagen. Und mal gucken. So, Türen gehen zu. So.
Und für uns geht's los. Diese Station ist Brocken. So, das einfach hat er schon besser geklappt. Ja, muss man mit Gefühl hier. Mit alten Arme. Mit Gefühl. Warum die alte Dame? Weil es in die Lok heißt. Nur so zur Info. FIFA. Dabei ist schon sehr gut gemacht, die Strecke. Kostet allerdings aber 29,99 €, aber ich finde RSSLU sind somit unter anderem einer der teuersten Entwickler hier im Train Simulator gemacht. Aber sind eben doch tolle Strecken, tolle Aufgaben. Jetzt, was mir natürlich wünschen würde, wie sonst eigentlich auch überall, sind Ansagen, aber ist schon so in Ordnung. Man kann damit arbeiten, gut. So, schon mal 500. Da hinten ist ein bisschen Holz abgestellt hier aus dem Wald hier. Auch interessant. So. FIFA. Ja, FIFA-Taste ist hier auch cool. Sonst eigentlich haben wir auch hinter auf Numpad oder R-Taste, aber hier heute auch cool. Das ist mir wieder ungewohnt. So, auf die 100 runter. Ja. Schön auf der linken Seite eine Industrie. Die kleine. Weiße Ohren. Ich glaube, das war ein Programmierfehler. Aber naja. So ist es halt. Nächste Station in Brocken. Interessante Name. Neu. Okay, soll ich nochmal eine Güterverbindung mit ran? FIFA. An die Hauptstrecke wahrscheinlich. Sieht schon interessant aus. Da kommen sie noch ein bisschen her hier, wo wir gut zum Stehen kommen. Der Aufstieg befindet sich in Fahrtrichtung links. Auch Bahnübergänge hier sehr schön gemacht, also muss ich erstmal sagen. Aber weil ich an die Strecken von mich bin, tut es mir leid. So, okay. Irgendwie sind wir auch. Sehr gut. Na, das läuft ja hier wie ein Länderspiel, Freunde. So muss es. So, ich kann uns ja auch wieder hier umgucken. Ein bisschen Strecken können wir machen hier. So, ein kleiner Parkplatz. Sehr klein hier der Parkplatz. Und weil es nach Häuser. Oh, noch mal ein bisschen zurückgelassene Schiene. Ist gar nicht so. Ist noch komplett. Na? Ach, hier ist noch immer zu Ende. Naja. Nur noch zurückgebaut, ja. So, hier schön die Bahnübergänge, wo man hier zum anderen Bahngleis kommt. Ja, ist schon sehr schön. Zugzielanzeigen fehlen mir hier noch so ein bisschen. Dies hätten sie ruhig noch mit hinbauen können. Sonst sehr schön. Schienenschwellen und so sehen auch alles gut aus. Schön auch mit dem Kies hier. Sieht nicht schlecht aus. So, okay. Türen hinzu. Lösen die Bremsen und geben Gas. Schön mit Gefühl anfahren. Den wunderbaren Sound, wenn er unter Taucher hören kann. Ich liebe diesen Sound wirklich. Das ist das schönste am Verzaun.
ja, den man sich wünschen kann bei der Taurus. Oder von der Taurus. So, nächste Station ist Teufelmühle. Also sind hier sehr interessante Namen. Wahrscheinlich also eine Dörfer hier oder irgendwie so. Dörfer, Kleinstädte. Keine Ahnung, also wenn hier jemand aus der Umgebung kommt, kann er sehr gerne mal mit, ja, unten in die Kommentare schreiben. Und gerne eure Meinung zur Strecke bis dato. Oder schreibt es dann zum Ende in die Kommentare, wenn das Video zu Ende ist. Würde mich natürlich auch mal interessieren. Und vielleicht, ob ihr euch schon die Strecke gekauft habt. So, gut. Dann fangen wir an zu bremsen. Befindet sich anscheinend noch fast richtig rechts, wie das aussieht. Bahnsteige sind. Ach, wir müssen weiter vorfahren. Ah, zum nächsten Bahnsteig. Ah, ein Mini. Ja, wenn Sie sehen. Also der Bahnsteig hat mich gerade so ein bisschen irritiert. Ja, ich hab doch gedrückt. Ich hab doch jetzt eine Kugel gedrückt. Mann, ey. Die drinnen. Da müssen wir schon vorfahren, ja. Ach doch, die Fall die ganze Zeit gedrückt hier. Naja, gut. So. Gut. Nur chaotische Fahrteile hier mit mir. Entschuldigung. So. Ja, also ich finde das sehr interessant hier mit den Bahnhöfen. Hier auf der Seite ist jeweils einer. Und auf der anderen Seite auch. Also warum sie es nicht bei einem Bahnhof gelassen haben. Ist schon interessant. Naja. So, hier haben wir übrigens wieder eine Bahnhofsanzeige. Aber die Uhrzeit funktioniert nicht über eine Fahrgastinformationsanzeige. Fahrkarten, Tickets, Fahrkarten nach ganz Deutschland. Okay. So. Mal uns angucken hier, wie die Türen zugehen. Die gehen ja richtig schön versetzt alle zu. Oh no, sieht sehr gut aus. Die brauchen aber ein bisschen nachgezogen sind ja. Gesundheit. So. Okay. So. Geht hier rein, konzentrieren uns das mal ein bisschen. Das heißt, dass sowas ja nicht weiter passiert. Diese Station ist hier nach Segeln. Oh, das wird hier ausgesprochen. Wenn nicht, dann verzeiht bitte das bitte hier. Kommt der eben auch gleich hintereinander nach dem nächsten hier. Ja, so ist es. So ist es. Das ist der Bäuern. Aber auch noch einen Haken bekommen. Das ist schon mal viel wert. So, der Ausstieg ist auch wieder in Fahrtrichtung rechts, so wie das aussieht. FIFA. Das ist etwas neuer Bahnhof, das auch ein bisschen mehr gebaut. Sieht zumindest so auf den ersten Blick aus. So, schon weit vorfahren hier und machen die Tür auf. Da war schon eben eine Verspätung klar. So, das aber das sieht hier jetzt so aus, als ja, ich erstmal nur gerade Strecke. Erst einmal. Okay. Ja, Russland ist ja auch nicht mehr so weit weg. Das sieht immer so weit aus, ist es aber nicht. Deshalb sind da jetzt auch nur noch 13 Kilometer. Was ist denn das? Das ist auch nichts. So. Ja, so. Unsere Analysen schon mal. So. Dann geht es jetzt als nächstes nach Heufeld.
sehr interessant. Wird bestimmt voll gerade auf den Feier gemacht. Darauf glaube ich später hier gerade im Sommer. Die Stadt muss halt ihren Namen im Ehren halten. Ne? Das darf man nicht vergessen. Schlagen wir mal rein. Schon da sein, eine Station, aber das schafft man nicht, leider Gottes. Naja, so ist es halt. Hat man einmal Verspätung, dann ist das immer schwierig rauszukommen. So, und zweigleisig, wahrscheinlich für den Güterzug, dass wir Ausweichmöglichkeiten haben. Vermute ich mal ganz stark. Ja, hier treffen sich halt die Regionalzüge. Das kann natürlich groß sein. FIFA. Abschlupf. So. Anscheinend ja nicht ganz geschafft. Naja. Alle stehen auch drin mit dem ganzen Zock, aber. Naja. Stimme ich mir heute ein bisschen schwer an. Aber so ist es. Ich bessere mich, versprochen. So, gut. Oh, Bauarbeiten auf der linken Seite noch. Schön wieder mit animierten Bagger und so. Ja, gefällt mir schon gut. So, okay. So. Ich glaube, in Rosenheim besteht doch Anschluss an die S-Bahn in Richtung München. Ne? Da gibt es auch die Strecke München und Rosenheim, wo auch die S-Bahn fährt. Genau, irgendwie waren wir danach. So. Gut, und mal, ich denke mal, Intercities und so, die fahren ja hoch da. Ja. Da wird schon ein bisschen was fahren. In München. Oder nach München. Was ich schön finde, hier steht doch richtig DB-System. Habe ich letztens gar nicht darauf geachtet, ob sich das umgeschalten hat. Das hätte mich ja mal interessiert. So, die nächste Station ist dann in Bad. Keine Ahnung. Die Strecken bin ich halt, ne? Merkt man. Aber schöne Landschaft hier, Wiesen, Felder, ganzen Häuser. Bad Eibingen, was auch immer. Ja, scheint mir eine Stadt zu sein. Sieht ja nicht schlecht aus, aber rot. Erwarten. Ja, schon mal bremsen. Flugbeeinflussung, genau. So, also wir sind verwendet. In Ordnung. Die Bremsen hier. Erstens ist hier alles auf der 43, 38 auf der Abfahrt. Schon mal eine gut haltende Signal. Und werden wahrscheinlich sowieso gleich einen 500er bekommen. Wahrscheinlich. FIFA. Verlängert worden. Ich staune. Wo ist denn die 500er da drin? Ja. Ich staune. So. Okay. So, wir machen die Türen auf, ziehen ein bisschen Bremsen ein.
Und dann nutzen wir natürlich die Gunst der Stunde, uns hier mal ein bisschen umzugucken. Also den Bahnhof ist interessant. Hier unten noch die alten Bahnsteige, so wie es aussieht, die tief belegt sind. Und hier ist einfach so random eine Erhöhung. Ich weiß nicht, für, wahrscheinlich für längere Züge, obwohl der Bahnsteig hier hat, ist auch nur normal. Oder der Bahnsteig wird nach hinten verlegt, das kann auch sein. Ah, gut, hier so eine unterirdische Durchführung. Anscheinend zu diesem Bahnsteig hier. Da muss man anscheinend hier rumlaufen, dann kommt man hier hoch. Und für Rollstuhlfahrer oder Lokführer sagt hier. Ja, interessant, interessant. Sieht gar nicht mal schlecht aus. So, der Parkplätze hier, das Bahnhofsgebäude hier in Bad Aiblingen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Auch schön hier auf dem Fahrrad, vor allem auch unter Dach. Genau, so haben wir gedrückt. Und kommt da schon was entgegen. Gegenzug, wir brauchen ja 182. So. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, ne? Gucken, ja, ein schönes Thumbnail noch mal machen. So, sehr schick. So, da vorne müsste ich kommen. Mal sehen, wir schon ankuddern. So, na? Na, kommt angerollt. Dauert halt ein bisschen. So, okay. Das ist schon interessant hier. Das ist eine sehr schöne Strecke. Das ist noch was anderes. Im Gegensatz zu anderen Strecken. So. Ach, nein, weiß ich, wie soll das abfahren. Aha, okay. So, kommt noch ein Bad Aiblingen Kurpark. Dann kommt noch Kohlbohr. Was? Kohlbermoor? Wo ist denn ein Archerpark? Okay. Bin sehr gut im Lesen. So. Grünes Licht haben wir auch schon bekommen. Ich staune auch, dass wir dann gar nicht in den 500er hier aufgenommen wurden. Aber naja, so ist es halt. So ist es halt. So. Da hinten. Sehr gut. So, gut. Ausfahrtschild. Ausfahrt mit. Und ja, naja, gibt es nur die Ankunft für 100, die dann hoch in 300 Metern kommt. So, und die Station Bad Aiblingen Kurpark ist ja auch nicht weit, 900 Meter. Das ist Stadt anscheinend hier, mit zwei Haltestellen. Interessant, interessant. Zur Abfahrt. Bei den schon hier zu. Wir warten ja noch. Moment, aber zumindest haben wir jetzt nicht Verspielung reingeholt. Wir müssen mal gucken, dass wir erst wieder keine bekommen. Ich auch mal bei Einweisung heute waren sie ein Verkehrszug von Holzkirchen nach Rosenheim. Achten Sie bitte dabei auf die Kombinatore Fahrweise Ihrer Passagiere. Naja. Hat ja bis dato noch nie so gut geklappt. Bis dato. So, okay. Dann geht es erst einmal weiter. Zug B1. Ziffer ab und zu mal drücken. Nicht, dass wir sie vergessen. Und das erstmal nur weiterfahren mit 100 Stundenkilometer erlaubt. Aber da vorne kommt der Rechter nicht bald. Also, das heißt, dann können wir schon mal anfangen mit dem Zug bremsen. Ausfahrtsignal ausschalten.
So, das war mal eine schöne Bremsung. Wir stehen hier perfekt, würde ich mal behaupten. Ne? Na, aber hallo. Sehr gut. Na, die ersten Türen wollen anscheinend nicht aufgehen, ne? Wie das aussieht, oder? Ach doch, sind auch auf. Die brauchen halt ein bisschen. So. Gut. Andere Menschen laufen da Stücke. Andere, also ich wette mit euch, es sind bestimmt ein paar Fahrgäste eingestiegen, die diese Stücke nur fahren wollen. Ne? Also bis zur nächsten Station, die dann nicht, also nicht mal der Kilometer. Das garantiere ich euch. In Realität wird es wahrscheinlich genauso sein. In einer Station mit dem Bahn, mit der Bahn hier zu fahren. So, gut. So, gut. Dann fahren wir mal ab. Nicht mehr lange, dann sind wir in Rosenheim. Haben wir bald geschafft. So, außerhalb mit 100. Und die Station ist dann Kulvermoor. Interessanter Name, muss man mal dazu sagen. So, schön auch Buchensound. Hört man sehr gut von innen. Das Quietschen sieht und hört sich ganz gut an. So, auf der rechten Seite irgendein Fluss. Auch schön. Weiß ich noch nicht, was das für ein Fluss ist. Was halt, ne? Wenn man sich nicht auskennt, ne? Na, schwierig. Also geht es mir ja bei vielen Strecken. Leider Gottes. Also ich musste wenigstens einmal im Leben abgefahren sein, dann kann ich mich gut daran erinnern. FIFA. Ja, umso besser wäre es natürlich, wenn man die zwei, dreimal abfährt. Aber die Gelegenheit hat man ja auch nicht immer. Außer man macht das beruflich. Trainspotter zum Beispiel. Ja. Oder, ja, keine Ahnung. Andere Sachen halt. Hat jetzt hier beschlägen, aber da vorne haben wir ein grün und gelbes Vorsignal. Wird uns wahrscheinlich eine Geschwindigkeitsverringerung anzeigen, wenn das unten drunter steht. Ankündigung 60. Okay, gut. Wollen schon mal bremsen. Zug beeinflussen. Ja, lass uns ausweichen. Sind zum Beispiel unter 85. Dann ist halt da unten erstmal geht dann immer noch schwer. Sifa. Du nervst mich. Du nervst mich. So. In Ordnung. Mal ein paar Lager eingewiesen, ja. Sieht schon alles nicht schlecht aus. Muss man ja mal sagen. So, ich glaube, das ist jetzt schon mal ganz gut aus. Ein bisschen gegensteuern. Lass mal die Geschwindigkeit halten und dann ist es gut. So, mal vorne werden wir wahrscheinlich dann auch das andere gleich, also auf die rechte Seite. Umgeleitet. Weitergeleitet. Wie man es nimmt. So. Sehr gut. Sehr gut. So. So wie es aussieht, bleibt die Strecke doch zweigleisig. Das ist ja auch uninteressant. Aber sind ja auch gleich in Rosenheim. Tatsache wird ja eingleisig, okay. Tatsache. Naja, gut. So. Okay. So, ich glaube, das ist jetzt. Ah, kommt rein. Halt, Rosenheim.
Eicher Park und dann kommt Rosenheimer Bahnhof. Naja. Dann ist es ja nicht mehr weit. Dann ist es ja nicht mehr weit. So. So, Türen zu. Und wir fahren wieder ab. So, Ausfahrt mit 60. Wir nehmen ein Signal da vorne. Ja. Auf die Hauptstrecke geleitet werden. Sonst hätte ich mich eigentlich auch hier lassen können, aber. Naja, gut. So ist es manchmal. So. Beeinflussen. Und hätte ich nicht bestätigen brauchen, aber ich habe es jetzt trotzdem mal vorsichtshalber gemacht. Die Strecke erinnert mich so ein bisschen an den Brandenzeilinien stellen, muss ich echt mal sagen. Diese Nebenbahn hier. So ein bisschen erinnert sie mich an diesen Bahn. Ist echt sehr schön. Muss man mal sagen. Die Bahnsteig sieht ziemlich enger aus, mit der Leinmonitor. Aber wird wahrscheinlich relativ so sein. Nein, das ist auch kleiner Bahnsteig, ja. Sondern nicht groß, ist eigentlich nur lang. Passt doch gerade nur so drauf, ja. Zumindest auch so auf dem App-3-Monitor aus. Ja, also im Wagen länger hätte es nicht gemacht. So, genau. Na, sehr gut. Dann haben wir von Holzkirchen nach Rosenheim kann man den Streckenabschnitt dann. Und von Rosenheim bis nach Stein sind wir ja davor im Video gefahren. Genau. Jetzt müssen wir der Abschnitt hier von Kufstein bis nach Wörl. Ja, bis nach Wörl. Aber ab Kufstein ist ja schon alles Österreich. So, Türen sind zu. Und dann fahren wir jetzt mal zum Rosenheimer Hauptbahnhof vor. So. Okay. Schauen wir mal, bis jetzt bei Haken. Nein, der Bahnhof ist doch eigentlich relativ groß, ne? Also waren wir zumindest jetzt die 100 Euro. Das heißt, ja, das ist schon, sollte schon groß sein, also soweit ich weiß. Zu diesem Markt gestellt, ja. Auch sehr schön. So, hier sieht man jetzt Knochenfahrt. Ah, das Lärchenpapierchen, so muss das sein. In der ÖBB-Variante, ÖBB Intercity-Wagen, auch sehr schön.
Gut. Weltbahnhof Rosenheim erreicht. Rosenheim ist ein bisschen größer Baustelle, muss ich ehrlich dazu sagen. Und hat noch einmal so Güterzüge oder Güterwaggons, hat er gesagt. Sind doch alle von RSSLU. Genau. So, was steht hier im Baureihe? Auch nochmal 182. Ach, da wird nur schwarz 101er von TTG. Auch sehr schön. Ist ein bisschen Kontrast hier, ne? Muss ja auch mal sein. So. So, perfekt. Wirklich gut gemacht. Na, danke schön. So, okay. Gut, Freunde. Und damit würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, geht's gerne wissen, das mit dem Döpfchen nach oben. Heute mal wieder eine etwas chaotische Fahrt. Keine Ahnung, was es liegt. Bitte nicht böse sein. Die nächsten Fahrten werden natürlich auch wieder ordentlicher. Ja, aber es gehört auch halt manchmal dazu. Manchmal hat man halt einfach mal nicht so einen guten Tag erwischt. So, okay. Gut, Freunde. Und damit würde ich sagen, bin ich raus, euer Schulz von den Jinkus. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.